man kann verschiedene Algorithmen einsetzen, um Maschinen intelligent zu machen. Die Technologie, die momentan groß im Gespräch ist, nennt sich Machine Learning oder auch Deep Learning, die tiefe neuronalen Netze, die eben Muster erkennen können von sich aus und dann über verschiedene Lernverfahren diese Muster dann eben auch in die Anwendung bringen für zum Beispiel Bilderkennung, Spracherkennung, solche Dinge. Und wenn ich hier eben lesende Algorithmen habe, die mir schnell große Mengen an Daten lesen und auch dem Ingenieur dann helfen, hier entsprechende Widersprüche zu finden oder zu lösen, hilft es der Produktionsplanung. Eine große Richtung von Anwendung ist natürlich die Automatisierung in der Robotik. Beispielsweise Roboter zu konstruieren, die ihre Aufgaben planen können, ohne dass sie explizit dafür programmiert wurden. Wir sehen, dass die Produktion sich immer weiter vernetzen wird, dass Daten natürlich immer mehr genutzt werden, um letztendlich hier ressourcenschonender zu produzieren und auch personalisierter zu produzieren. Momentan ist es immer mit besonders hohem manuellem Aufwand verbunden, natürlich deswegen teuer. Aber dieser Trend geht dann in die Richtung, diese spezialisierten Produkte auch zu Kosten zu produzieren, die eben vergleichbar sind mit einer Massenproduktion. Und da spielt eben KI, maschinelles Lernen, eine zentrale Rolle, weil es darum geht, verschiedenste Produktionssysteme automatisiert miteinander zu verknüpfen. Und last but not least, aus meiner Sicht eine sehr wichtige Anforderung, auch dass Menschen mit Maschinen sicher und verlässlich interagieren, sodass Arbeit Spaß macht.